Wir wollen nun die Grundschaltung der DC-DC-Wandler kennenlernen. Das heißt, einige davon werden uns jetzt durch den weiteren Verlauf hier eine ganze Weile beschäftigen. Wir werden zunächst die drei Grundschaltungen kennenlernen. Das heißt, es gibt im Wesentlichen drei große Grundschaltungen als Basis für eine Vielzahl von anderen Schaltungen, die alle bestehen aus einem Schalter, einer Diode und einer Induktivität. Das heißt, das ist die Gemeinsamkeit dieser drei Grundschaltungen. Die haben diese drei gleichen Elemente und je nach Anordnung kriegen wir unterschiedliches Verhalten. Welche haben wir da? Fangen wir an. Wir haben einerseits den Abwärtswandler bzw. Tiefsetzsteller. Der sieht wie folgt aus. Dort haben wir die Eingangsspannungsquelle, ein Schalter im Eingang, dann eine Diode, die Induktivität zum Ausgang hin, dann häufig noch ein Kondensator am Ausgang dran und hier angedeutet mit einem Widerstand die Last. Das heißt, hier diese Anordnung der drei Elemente, Schalter, Induktivität und an dieser Stelle Diode. Was ist die Eigenschaft des Abwärtswandlers? Die Ausgangsspannung ist kleiner als die Eingangsspannung. Deswegen heißt der Abwärtswandler bzw. Tiefsetzsteller. Es gilt, das werden wir später sehen, im sogenannten Betriebsmodus mit nicht lückendem Strom, Continuous Conduction Mode, gilt, dass dieses Spannungsübertragungsverhältnis M, was UA zu UE ist, gleich dem Tastverhältnis D ist, wenn dieser Schalter pulsweiten moduliert mit einem Tastverhältnis D angesteuert wird. Wo sind jetzt die Anwendungen? Die Anwendungen sind eigentlich an dieser Stelle alle Arten von Stromversorgung. Stromversorgung und zwar dort, wo wir Linearregler ersetzen wollen. Tatsächlich wird der Abwärtswandler-Tiefsetzsteller vermutlich die am häufigsten verwendete Schaltung sein. Das heißt, in praktisch jedem modernen elektronischen Gerät werden Sie irgendwo einen Abwärtswandler-Tiefsetzsteller haben, in vielen Fällen, um aus einer höheren Spannung zum Beispiel die Prozessorspannung zu generieren. Das heißt, Sie werden in Ihrem Smartphone welche haben, im Laptop werden Sie welche haben, Sie werden in industriellen Steuerungen Tiefsetzsteller haben und so weiter. Kurz noch die Namen Englisch. An dieser Stelle, wenn Sie auf Englisch den suchen, ist das der sogenannte Buck- bzw. Step-Down-Converter. Deutsch, wie gesagt, Abwärtswandler oder Tiefsetzsteller. Und dann wollen wir auch den zweiten uns angucken. Was ist die zweite Schaltung? Die zweite Schaltung ist der sogenannte Aufwärtswandler bzw. Hochsetzsteller. Dieser heißt Englisch Boost- oder Step-Up-Converter. Vom Aufbau her haben wir wieder eine Eingangsspannung und beim Hochsetzsteller ist jetzt die Induktivität in Serie zur Eingangsspannungsquelle, der Schalter nach Masse und die Diode zum Ausgang, wobei an dieser Stelle die Anode der Diode am Schalteranschluss ist und die Kathode zum Ausgangskondensator geht. Das heißt, wir sehen tatsächlich bloß eine andere Anordnung der Elemente gegenüber dem Tiefsetzsteller. Tatsächlich, wenn man es betrachtet, gegenüber dem Tiefsetzsteller bzw. Dem Abwärtswandler ist dieser Aufwärtswandler nur entstanden durch ein Vertauschen von Quelle und Last. Das heißt tatsächlich sehen wir hier, wenn wir hier die Spannungsquelle anschließen würden an dieser Stelle und die Kombination aus Kondensator und Lastwiderstand an diesem Anschluss und Schalter und Diode vertauschen, sind wir vom Abwärtswandler zum Aufwärtswandler-Hochsetzsteller gekommen. Warum heißt der jetzt so? Können wir uns gleich denken, die Ausgangsspannung hier an dieser Stelle wird immer größer als die Eingangsspannung sein. Das heißt, nur für den Fall, dass der Schalter hier nicht taktet, auch der wird mit PWM angesteuert werden im Folgenden. Nur falls der Schalter nicht taktet, wird die Ausgangsspannung gleich der Eingangsspannung sein. Und wir werden hier auch im sogenannten kontinuierlichen Betriebsmodus ein Spannungsübertragungsverhältnis kriegen. M wird hier sein, wieder abhängig vom Tastverhältnis. An dieser Stelle 1 durch 1 minus D. Und dann sieht man tatsächlich, D wird im Bereich von 0 bis 1 liegen. Theoretisch können wir von 1 bis unendlich eine Spannung erzeugen. Praktisch ist die maximal mögliche Ausgangsspannung bei diesem Hochsetzsteller begrenzt. Was sind jetzt die Anwendungen? Die Anwendung ist immer dann, wenn wir sozusagen aus einer kleinen Spannung eine größere generieren wollen. Das ist zum Beispiel der Fall bei batteriebetriebenen Geräten. Nehmen wir als Beispiel an, ich habe eine Batterie-Lithium-Ionen-Akku, 3,7 bis 4,2 Volt je nach Ladezustand und ich möchte damit einen DC-Motor versorgen, der zwischen 5 und 12 Volt Spannung benötigt. Dann könnte ich hier dazwischen einen Aufwärtswandler-Hochsetzsteller schalten, um diese benötigte Spannung zu kriegen. Und eine zweite Anwendung, die wir kennenlernen werden, allerdings erst, wenn wir Gleichrichterschaltung betrachten, ist, der Hochsetzsteller ist heutzutage die Basis für die sogenannte aktive Leistungsfaktorkorrektur, aktive PFC-Schaltung und dort wird er vielfach eingesetzt an dieser Stelle,
um netzfreundliche Geräte zu bauen, die sich am einphasigen Netz so verhalten wie ein ohmscher Verbraucher und damit einen Leistungsfaktor von nahezu 1 haben. Als dritte Schaltung haben wir dann noch den Inverswandler bzw. den invertierenden Hochtiefsetzsteller, englisch als Buck-Boost bezeichnet oder manchmal Inverting-Converter, manchmal auch Inverting-Buck-Boost. Vom Aufbau her haben wir wieder unsere Eingangsspannungsquelle. Wir haben wie beim Tiefsetzsteller den Schalter im Eingangspfad, dann eine Induktivität von dem zweiten Anschluss des Schalters nach Masse. Auch dieser Schalter wird wieder mit PWM angesteuert werden und eine Diode mit der Kathode jetzt an dem gemeinsamen Anschluss von Induktivität und Schalter und dort wieder unsere Last angeschlossen, hier wieder symbolisiert durch Ausgangskondensator plus einem Lastwiderstand. Anhand der Namen können wir jetzt schon ablesen, was das Verhalten ist. Tatsächlich, Inverswandler deutet darauf hin, die Ausgangsspannung hat eine andere Polarität als die Eingangsspannung. Das heißt, wir haben hier eine Polaritätsumkehr. Und was auch noch sein kann, das sagt dieses Hochtiefsetzsteller, deswegen ist dieser Name vielleicht etwas besser an dieser Stelle, als wenn man nur Inverswandler benutzt. Der Betrag der Ausgangsspannung kann größer sein als der Betrag der Eingangsspannung oder kleiner. Das heißt, sowohl als auch können wir an dieser Stelle größere oder kleinere Spannungen am Ausgang erzeugen, betragsmäßig als die Eingangsspannung. In jedem Fall ist die Polarität umgekehrt. Das heißt, ist UE eine positive Spannung, ist UA eine negative Spannung an dieser Stelle. Und es wird hier auch wieder so ein Spannungsübersetzungsverhältnis geben in diesem kontinuierlichen Betriebsmodus. An dieser Stelle, dieses Spannungsübersetzungsverhältnis M wird hier sein minus D durch 1 minus D. Das heißt, auch wieder über das Tastverhältnis gesteuert, mit dem der Schalter angesteuert wird. Was sind die Anwendungen? Den Hochtiefsetzsteller bzw. Inverswandler finden wir deutlich seltener als die beiden anderen Wandler. Das heißt, ich würde behaupten, am häufigsten vermutlich den Abwärtswandler, Tiefsetzsteller, dann eher den Aufwärtswandler. Den Hochtiefsetzsteller so in seiner Reinform finden wir eher seltener, aber er ist die Basis für den Sperrwandler oder englisch Flyback Converter, den wir später sehen werden. Und dieser Sperrwandler ist der vielleicht am häufigsten verwendete isolierte DC-DC-Wandler. Das heißt, praktisch in jedem Ladegerät kleiner Leistung heutzutage, in dem ein DC-DC-Wandler drin ist, werden Sie einen Sperrwandler drin haben im Leistungsbereich zwischen 1 Watt und 50 Watt, beziehungsweise ja, sagen wir eher 1 Watt bis 30 Watt, vermutlich die am meisten verwendete Schaltung an dieser Stelle. Ansonsten kann man den überall dort benutzen, wo wir eine invertierte Spannung brauchen. Das heißt, wir könnten aus plus 5 Volt zum Beispiel minus 5 Volt generieren oder minus 12 Volt. Dafür würden wir auch einsetzen, aber die Hauptanwendung ist sicherlich die Basis für diesen Sperrwand.